Wir sind alarmiert worden zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmten Personen. Wir mussten also schweres hydraulisches Gerät, Spreizer, Schere benutzen, um die Fahrzeuginsassen aus dem Auto herauszuschneiden. Gestaltete sich relativ schwierig, weil eine eingeklemmte Person hinten von der Rücksitzbank quasi aus dem Kofferraum heraus retten mussten. Wir mussten also von hinten Zugang schaffen. Letztendlich ist uns das geglückt. Leider kam jede Hilfe da zu spät. Und zum Zweiten sind die anderen Fahrzeugführer geflüchtet. Da wissen wir also auch nicht, wie es denen geht oder was da passiert ist. Wir haben viele junge Kameraden hier und das belastet natürlich sehr. Wir haben darum, habe ich auch veranlasst, dass wir den Notfallseelsorge hier mit alarmieren. Hier ist also die Johanniter-Unfallhilfe und eine Notfallseelsorge vor Ort. Und wir werden sicherlich nachher im Anschluss, wenn die Unfallstelle abgearbeitet ist, nochmal im Geräthaus treffen, um Einzelgespräche, wenn Bedarf da ist, zu führen oder auch in der Gruppe das Ganze nochmal durchzusprechen.